Kurz informiert bei heise online mit Isabel Grünewald. Die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, DB Cargo, hat ihr Ziel bekräftigt, in den kommenden Jahren sämtliche Dieselloks durch moderne Antriebe zu ersetzen. So will die DB Cargo dabei helfen, die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Laut DB Cargo fahre die größte europäische Güterbahn schon heute 95% ihrer Traktionsleistung mit klimafreundlichen Elektrolokomotiven. Mit den neuen Loks werde die letzte Meile zum Kunden und andere Rangierleistungen in den Güterbahnhöfen sauberer. Mit einer Klage wollte Axel Springer das Filtern von Werbung untersagen lassen. In erster Instanz hatte der Verlagskonzern damit keinen Erfolg. Das Landgericht Hamburg wies die Klage ab und gab der beklagten Firma Ayo Recht, die unter anderem für das Programm Adblock Plus verantwortlich ist. Ayo begrüßte das Urteil. Naturgemäß kommt Axel Springer zu einem gegenteiligen Ergebnis. Werbeblocker verändern die Programmiercodes von Webseiten und greifen damit, wir meinen urheberrechtswidrig, direkt in das verfassungsrechtlich geschützte Angebot von Medienunternehmen ein, erklärte ein Sprecher gegenüber heise online. Axel Springer kündigte an, gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen zu wollen. Das Forschungszentrum Jülich hat einen neuen Quantencomputer, der in einem eigens errichteten Gebäude nun den Betrieb aufnimmt. Das Gerät unterstützt mehr als 5000 Qubit und wurde von der kanadischen Firma D-Wave geliefert. Der Quantenanniler ist der größte Europas und Teil der Jülicher Nutzerinfrastruktur für Quantencomputing, die Forschenden in Deutschland und Europa seit Herbst 2019 Zugriff auf verschiedene Quantensysteme ermöglicht. Quantenanniler sollen die Berechnung komplexer Kombinationsprobleme beschleunigen, in denen der Rechenaufwand mit der Anzahl der Parameter rasant ansteigt. Das Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt und Beeskow in Brandenburg sammelt derzeit Erinnerungen, die Besucherinnen und Besucher mit dem Thema Reisen zu DDR-Zeiten verbinden. Dazu wurde eine interaktive Internetplattform entwickelt, die rund 100 Objekte aus den Beständen des Dokumentationszentrums DDR Alltagskultur und des Kunstarchivs in Bild und Text vorstellt sowie den historischen Kontext erläutert. Nutzer der Plattform sind nun aufgefordert, ihre eigenen Erinnerungen und Geschichten für dieses interaktive Archiv zu notieren. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.